Sie bringen die Welt Ihrer Auftraggeber zum Leuchten. Ob Lichtinstallationen im A10-Center, Leuchtmittel für den Berliner Fernsehturm oder die Befeuerungsanlage für den Flughafen Berlin-Schönefeld. Sie alle wurden von der SE Services GmbH aus Schulzendorf installiert. In jedem Falle sind das immer die anspruchsvollen Projekte, die uns fordern, vom ingenieurtechnischen Wissen bis hin zum handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Dazu zählen Automatisierungsanlagen in der Industrie, aber natürlich auch intelligente Gebäudelösungen. Aber auch Themen wie Elektromobilität oder regenerative Energiegewinnung stehen für uns ganz weit vorne. Ausgerüstet mit modernster Technik ist das Unternehmen vielseitig aufgestellt. Von der Projektierung über die Montage bis hin zur Wartung und Instandhaltung von Komplettlösungen in den Bereichen Elektro-, Sicherheits- und Kommunikationsanlagen können die Schulzendorfer alles anbieten. Ein leistungsfähiger Schaltanlagenbau gehört ebenso zum Leistungsspektrum wie der Bereich E-Mobilität. Beispiele dafür sind rund um Schulzendorf sichtbar. Unsere Branche bietet eine unheimliche Vielfalt. Unser größtes Problem sind tatsächlich Arbeitskräfte zu halten, neue Arbeitskräfte zu gewinnen, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Denn wohin Sie schauen, ob Elektromobilität, Energie, Wende, überall spielen unsere Leistungen eine erhebliche Rolle. Um auch in Zukunft am Markt erfolgreich sein zu können, hat die Ausbildung von Nachwuchskräften hohe Priorität. Die Schulzendorfer bilden seit Firmengründung aus und eröffnen jungen Leuten berufliche Perspektiven. Viele haben sich qualifiziert und sind im Unternehmen geblieben, so auch beide Geschäftsführer. Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben zum einen, fühlen wir uns einer gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet, jungen Menschen im Prinzip die Möglichkeit zu geben, bei uns einen Ausbildungsberuf zu absolvieren, um dann den Grundstein für das spätere Berufsleben zu legen. Und zum anderen ist die Ausbildung natürlich für uns wichtig für das ganze Thema Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung, um auch in Zukunft anspruchsvolle Projekte hier in der Region Berlin und Brandenburg auszuführen. Auftraggeber langfristig an sich zu binden und fortwährende Folgeaufträge zu generieren, das ist einer der Erfolgsgaranten des Unternehmens. Das A10-Center gehört dabei zu den Paradebeispielen. Die derzeitige Modernisierung der Brandmeldezentrale in der A10-Erlebniswelt, aber auch die ständige Wartung der Elektroanlagen im Einkaufszentrum gehören ins Auftragsvolumen der Schulzendorfer Firma. Eines unserer wichtigsten Punkte ist ja hell, sicher, sauber, freundlich, wenn wir unsere Besucher empfangen. Und das Thema Licht ist ja meistens eines der wichtigsten Themen, die da immer eine Rolle spielt. Und von daher ist es für uns immer gut zu wissen, wenn es leuchten muss, dass es auch leuchten kann. Und mit SE Service haben wir Partner an der Hand, der auf Zuruf relativ schnell agieren kann und uns zur Seite steht, wenn wir Probleme im Haus haben, auch tolle Ideen hat und durch die jahrelange Partnerschaft auch mit den Mitarbeitern, die sich vor Ort gut auskennen. Man muss nicht überall mit hinlaufen, man kann die Mitarbeiter alleine im Center laufen lassen, die wissen, was sie machen sollen. Das ist ein guter Partner und solche Partner mögen wir natürlich sehr gerne.